Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dragon Age Inquisition. Ich habe jetzt offscreen mein Inventar aufgeräumt. Das schaut wieder manierlich aus. 31 von 60 Plätzen belegt, immerhin 29 frei. Das war ja neulich randvoll. Und außerdem habe ich offscreen die Skillpunkte eingesetzt. Das habe ich euch erspart. Das war jetzt bestimmt nicht so spannend, dass ihr das unbedingt mitbringen wollte. Und jetzt bin ich mal dabei. Requirierungen. Mal schauen, ob wir da wieder was haben. Gnadenwappen ist wohl fertig. Gegenstand herstellen. Du hast folgendes hergestellt, Gnadenwappen. Diese besonderen Amulette werden von Hessarians Klingen geachtet. Wenn wir sie herstellen, können unsere Emissäre womöglich mit den Kultisten verhandeln und vielleicht sogar einige von ihnen für uns gewinnen. Belohnung plus 1 Macht. Jo. Da fehlt uns noch Obsidian und hier fehlt uns noch, na. Ich habe nichts geändert, hallo. Hier fehlt uns noch Schlangenstein. Gut, dann das haben wir ja Dämonen erschlagen und ich muss sowieso Richtung Rats. Halt, ich brauche Tränke, vor allem diese Bienentränke hätte ich gern wieder. Hallo, ich habe jetzt bestimmt schon eine Viertelstunde lang das Spiel anlaufen lassen. Aber ich glaube, an der Stelle lädt das Spiel immer nach. Das ist nur kein Lack gewesen, sondern ein Nachladen. Da will ich hin. Nee, oder? Will ich da hin? Hier will ich hin. Gut. Und dann schauen wir mal. Diese Bienentränke waren im Kampf gegen Alexius ja recht, recht nett. Ich will jetzt sagen, dass das ein durchschlagender Erfolg war. Aber der Effekt war witzig. Also ich mag diese Bienentränke, die hätte ich gerne wieder. Und deswegen Tränke. Kann ich Tränke aufwerten? Geht das? Stellt augenblicklich. Warte mal, kann ich meine Heiltränke verbessern? Nein, derzeit nicht. Was ist mit Regenerationstränke? Könnte ich wohl verbessern. Das habe ich schon. Heilung erhöhen, erforschen. Lebenswächter, was ist das? Gesperrt noch. Aber Heilung erhöhen könnte ich erforschen. Nee, warum nicht? Mir fehlt eine königliche Elfenwurzel. Okay, ist erledigt. Was ist damit? Schwarzlotus fehlt mir. Elixiere kann ich gar nichts machen. Sprengfeuer, antivanisches Feuer. Kann ich den Schaden erhöhen? Nein, kann ich nicht. Dauer erhöhen kann ich auch nicht. Gut, dann kann man zumindest momentan nichts verbessern, hätten wir das auch gecheckt. Ja, ihr seht schon, Rohstoffe sammeln. Ich musste für die Wundumschläge diesmal andere Kräuter verwenden, ausrüsten. Aber etwas anderes haben wir nicht. Bienenschwarm, einmal, also hallo, ich hätte gerne einen blutlosen Besitz, 46, das geht doch, oder? Warum geht das nicht? Trankgürtel. Hallo. Was muss ich tun, dass das geht? Also das klappt offenbar nicht. Achso, okay, 1, 2, 3. Eigentlich ganz einfach. Dann tue ich die anderen Tränke auch mal checken von meinen Mitstreitern. Dem habe ich noch gar kein antivanisches Feuer, Regenerationstrank. Könnte der eiserne Bulle wohl brauchen. 1, 2, 3, 4, 5. Dann. Tja, momentan habe ich nichts, was... Ja, lassen wir das mal offen. Zukunftsmusik. Villa, ja, gut. Haben wir erledigt. Sag Bescheid, wenn es damit Schwierigkeiten gibt. Der Erbauer wird uns beistehen. Danke. So, jetzt Ratsraum, beziehungsweise erstmal bei... Es gab kein Wort für Himmel oder Erde. Meer. Jetzt komme ich nicht drauf, wie sie heißt. Auf jeden Fall meine Diplomatin. Vorm Ratsraum links halt, ne? Für sie birgt der Schleier keine Ungewissheit. Nö. Die Inquisition weiß eure Unterstützung in dieser Angelegenheit zu schätzen, Lady Coppin. Und so, meine Arbeiter hier, schätzen Forschung die Zusammenarbeit abgeben. Mit euch. Ihr bekommt euer Lyrium Ende der Woche. Allerdings, werte Botschafterin, war die Kirche ziemlich verärgert, als sie von unserer Übereinkunft erfuhr. Die Inquisition scheint den obersten Klerikerinnen wirklich ein Dorn im Auge zu sein. Hast du was Allerdings, zu sagen? Hallo, kann ich euch behilflich sein? Nachforschen. Nö. Hilft mir gerade nicht weiter. Und meine Diplomatin ist auch gerade nicht da. Gut, dann
wofür Magie ist. Ich habe immer noch nicht so ganz verstanden, wofür dieser Raum gut ist. Das ist wohl so eine Art, keine Ahnung, hier schlafen die wohl meine Leute, also gut, egal. Wir haben schon lange keinen Kriegsrat mehr gehalten, wird mal wieder Zeit. Und wir sollen ja sowieso hierher. Ihr habt ja oben rechts die Quest vielleicht bemerkt. So, Ferrell. Es möge brennen in deinem Herzen. Diese Quest machen wir jetzt mal. Arbeite mit deinen neuen Verbündeten zusammen, um das Herz der Brescher anzugreifen und sie ein für alle Mal zu schließen. Empfohlene Stufe 8 bis 11. Ich glaube, damit warte ich noch auf... bis ich wenigstens Level 9 bin oder so. Dann lassen wir das erstmal. Bericht bereit. Belohnung erhalten. Standardtext. Bericht annehmen. So, was ist das? Soldaten retten. Eine Anfrage aus Hamal beantworten. Hasmal. Kommandant Cullen, ich verstehe, dass die Inquisition mit den Magiern von Redcliffe zusammenarbeitet. Ich bin überrascht, dass jemand das Kirkweil ein Arrangement mit ihnen eingeht, aber es bringt euch in die Lage, uns helfen zu können. Der Zettel von Hasmal hat durch die Aufstände schweren Schaden erlitten. Anstatt dem Lordsucher zu folgen, haben vielleicht unsere Templer beschlossen zu bleiben und sich mit den Folgen des Aufstands zu befassen. Aber unsere Ressourcen sind begrenzt. Außerdem haben wir loyale Magier bei uns. Die Bevölkerung von Hasmal würde sie liebend gerne den Wölfen zum Fraß vorwerfen, obwohl sie nichts mit dem Aufstand zu tun hatte. Ich fürchte, wir werden sie nicht beschützen können. Ich hoffe auf eure Unterstützung und bitte euch, ergebt unsere Schützlinge in den Schoß der Inquisition zu holen. Kommandant Brützen. Ist wahrscheinlich ein Job für Cullen, aber schauen wir mal, wie die Leute das angehen würden, Josephine. Wir können sicheres Geleit von Hasmal arrangieren und die Stadtväter glauben lassen, sie würden uns einen Gefallen schulden. Das würde 15 Minuten dauern. Die Feindseligkeit gegenüber Magiern ist ungebrochen, aber es gibt jetzt Möglichkeiten, unbemerkt zu reisen. Ebenfalls 15 Minuten. Er würde das in 11 Minuten 15 schaffen, ist wahrscheinlich, also von dem her wohl der am besten geeignete. Wir haben selbst einige Templer. Die Templer von Hasmal arbeiten schon sicher gerne mit ihnen zusammen. So können sicheres Geleit für die Magier gewährleisten. Das klingt wirklich nach einem Job für Machen ihn. Machen wir uns an die Arbeit? Genau. So, dann... da habe ich nicht genug. Olé, jetzt gucken, was gibt's hier. Die Universität von Olé verfügbar an die Anführer der Inquisition. Der Tod derart vieler aufrechter Seelen beim Tempel der Heiligen Asche ist eine Tragödie, die nun in dem Wahnsinn eine Fortsetzung findet, der das Rennen um die Nachfolge der göttlichen Justinia begleitet. Und leider muss dabei die Universität von Olé dazu häufig als Sündenbock für tatsächliche oder vermeintliche Untaten herhalten. Angesichts eurer jüngsten Einschüchterungen dieser Klerikerinnen hofft die Universität, ihr könntet womöglich auch uns von ihren Verunglimpfungen schützen. Eine derartige Zusammenarbeit würde sich für uns beide als vorteilhaft erweisen. Wir besitzen Erkenntnisse sowohl auf dem Gebiet der Magie als auch weltlicher Dinge, die wir im Gegenzug zu eurer Hilfe in derart schweren Zeiten mit Freuden mit euch teilen würden. Jo, voller Hoffnung, Kanzler Jürgen Haules, Universität von Orle. Liliane würde das so lösen. Wir könnten die Universität mit dem bewaffnen, was ihr am meisten liegt. Informationen. Gebt ihr Munition gegen jeden, der etwas gegen sie sagt, dann werden die Angriffe mit Sicherheit aufhören. Das klingt sehr gut. Wahrscheinlich werde ich das auch so tun. Es sollte genügen, den Klerikerinnen auf diplomatische Weise klarzumachen, dass ihre Angriffe nicht erwünscht sind. Ja, Diplomatie. Ich glaube, ich lasse das Josephine machen. Die ist von der Zeit her wohl auch besser als... Fangen wir an. Meine Spionin für den Job geeignet. Ja, und jetzt? Ja. Gibt's überhaupt keinen Grund dafür? Lass den Quatsch. So, Geld beschaffen. Das lasse ich jetzt dann mal Liliana machen. Es wäre ein Kinderspielgeheimnisse zu sammeln und zu verkaufen, ohne dass auch nur der Hauch einer Spur zur Inquisition führt. Dann mach mal hin. Dann wollen wir doch mal sehen. Dann sind sie wieder alle beschäftigt. Sehr schön. Und wir begeben uns wieder in die Hinterlande. So, mit Level 9 oder spätestens Level 10 werde ich dann diese eine Quest angehen, weil wir haben jetzt gerade Level 8, das ist mir zu knapp. Da hätte ich gern ein bisschen Luft. Die Hinterlande, also wenn ich gerade auf dem Level bin, wo das gerade so zu schaffen ist, könnte es ein bisschen lästig werden. Gut, Weltkarte. Hinterlande.
Wo gibt's denn hier noch zu tun? Was ist das hier? Sonderbare Pettgenossen. Ein diensthabender Speer macht sich Sorgen, dass eine andere Speerin namens Ritz etwas zugeschossen sein könnte. Sie hatte den Auftrag, etwas über einige Abtrünnige in dieser Gegend herauszufinden. Das klingt nach einer Aufgabe, die ich in dieser Folge noch lösen kann. Deswegen also nix wie hin. Wen nehme ich denn mit? Ich hätte gern mal wieder Sarah dabei. Nein! Nein, nein, nein! Oh. Vollständige Gruppe. Sarah. Sarah und Warwick. Das gibt bestimmt lustige Dialoge, hoffe ich zumindest. Warte mal, Warwick, Sarah. Und dann brauche ich noch... jetzt habe ich keinen Mark hier dabei, egal. Ich nehme mal wieder den Eisernen Bullen mit. Ich glaube, das könnte eine sehr lustige Kombination werden. Dann wollen wir mal... Die drei haben sich bestimmt viel zu erzählen, so wie ich sie einschätze. Hoffentlich plaudern sie auch, weil die plaudern immer nett. Dabei stelle ich die Gruppe gerne so zusammen, dass wir rauskommen könnten. Ich drücke hier mal die Pause-Taste. Jo, ich habe sogar mal einen ganzen Cut gemacht, und das Spiel nach dem Teleport erstmal ein bisschen nachladen lassen, um die Lags zu vermindern. Jetzt, da möchte ich hin, ne? Ja, und dann... aktivieren. So. Sonderbare Bettgenuss sucht nach der vermissten Speerin der Inquisition. Gut, dann... jetzt habe ich extra das Spiel erstmal anlaufen lassen, um die Lachs zu vermindern. Jetzt lacht es trotzdem noch. Das ist doch nicht zum Glauben. Hinterher muss ich wieder rumschnippeln, so wie es gibt in der nichts letzten zu berichten, Folge. Sir. Da habe ich ja ziemlich... viele Audio-Lags rausschneiden müssen, damit sie zumindest nicht so krass sind. So. Moment, was bimmelt da? Ach, das, da kletter ich jetzt nicht drauf, sorry. Die falsche Richtung. Da lang. Nö, da will ich jetzt auch nicht hin. Wenn das was Seltenes wäre, aber Elfenwurzel, da fange ich jetzt nicht zum Klettern an. Ja, genau, so mag ich das. Wächst praktisch vor meinen Füßen. Warum nicht immer so? Moment. Eisen, oder? Ja. Wie wär's denn mal mit dem Schlangenstein oder sowas, aber wahrscheinlich ist das die falsche Zone, das ist ja eine Anfängerzone. Da werde ich wohl noch eine Weile drauf verzichten müssen, hallo? Da will ich nicht hin. Ich bin gespannt, wie ich da drauf komme. Dingeling. Embryum, komm, pflücken. Was noch? Ja gut, das mache ich dann schon. Aber jetzt komme ich vom Weg ab. Ich muss aufpassen. Also, da lang. Da oben ist es schon zu sehen, das Ziel, aber... ah ja, da, Weg rauf. Gut. Und... Gegner, rote Blümchen. Wir schleichen uns mal rauf. Wintermachtturm. Desertierte Templer! Hilfe! Da schreit jemand! Hätte ich jetzt vielleicht nicht schießen sollen, oder was? Braucht ihr irgendetwas? Ich sollte mich vielleicht langsam mal zurückmelden. Bist du die vermisste Speerin? Warte mal, das klären wir gleich. Elfenwurzel her. Aha, nachforschen. Hallo, ich würde ja gerne... Das ist deine Magierin. Ja, Eldredda. Ich glaube, so hieß sie.
Zumindest habe ich gehört, wie sie von anderen Abtrünnigen so genannt wurde. Und du hast sonst nichts zu melden? Das da unten sieht nach einem Riss aus, oder? Warte mal, da muss noch was Wichtiges sein. Was ist das? Es sieht aus, als hätte hier jemand ein Picknick veranstaltet. Ja, die Magierin hat vermutlich versucht, Blutmagie zu wirken. Die Templer haben die Abtrünnige angegriffen. Ich schätze, ich bin einfach nur zwischen die Fronten geraten. Ja, und jetzt... Also, die Wahrheit. Ich habe mir mit Edredda vielleicht ein wenig, die Zeit vertrieben. Ja, ich frag lieber nicht nach, von wegen, habt ihr euch gut amüsiert? Obwohl, warum eigentlich nicht? Die Templer haben euch also bei einem sehr freundschaftlichen Picknick gestört. Wir haben... Ja, am Anfang war sie nur eine Magierin, die mich sah und nicht gleich angriff. Dann jedoch wurden wir... Also, werdet ihr mich melden? Wieso frage ich da Marik? Das will ich jetzt wissen, wieso der jetzt eine Rolle spielt. Hör zu, Kleine. Wenn ihr es schafft, inmitten eines Krieges eine Abtrünnige aus ihren Hosen zu quatschen, habt ihr eine Gabe. Also nutzt sie auch. Knüpft Kontakte, sammelt Informationen und helft der Inquisition. Tut das für uns und unsere Lippen sind versiegelt. Ja, in Ordnung. Das kann ich machen und danke für eure Nachsicht. Das war einfach zu geil. Wir haben eine Emissärin gewonnen? Oder irgend sowas? Sorry, aber der Spruch war klasse. Ja, der Spruch war echt gut. Wenn ihr das Talent habt, einen Feind aus den Hosen rauszuquatschen. Den Spruch muss ich mir später nochmal anhören, wenn ich die Aufnahme rendere. Genial. Okay, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass uns das ein Emissär einbringt. Was haben wir denn hier in Reichweite noch? Risse? Ja, den Riss machen wir jetzt auf jeden Fall. So. Der ist ja von hier aus schon zu sehen. Eieiei. Hier mal speichern. Also Emissäre steigern die Macht. So viel habe ich jetzt schon verstanden. Ansonsten ist mir noch nicht ganz klar, ob die noch einen anderen Zweck haben. Ja, ja, du mich auch. Auf nimmer Wiedersehen. Ich würde ja gerne mal wieder den mächtigen Schuss, aber geht irgendwie nicht. Ich sollte mal vielleicht mich mal um. Hallo, Riss. Das kann es noch nicht gewesen sein, das wäre zu einfach gewesen. Hallo, da hinten ist der Gegner. Ja, war der Gegner, hat sich erledigt. Na? Dann bring halt mal einen Schrank. Hallo, kannst du selber dich... Ja, genau, eben. Hallo, Riss, schließen. Belaya! Riss schließen! Pum! Ja, das werde ich wohl nochmal machen müssen. Wo sind da andere Vögel? Hallo, Pfeife! Jetzt! Das dürfte es gewesen sein. Hopp. Jo, die Quest, die Folge wird dann wohl sonderbare. Achso, die muss ich noch abgeben. Sonderbare Bettgenossen wird die Quest wohl heißen. Aber ob ich dem besorgten Speer jetzt echt die Wahrheit sagen soll, ich kann mir vorstellen, dass der ein bisschen irritiert ist, wenn ich ihm sage, was die zwei gemacht haben.
Irrlichtessenz, die kann ich bestimmt wieder irgendwo analysieren oder so. Ja. Genau, hier, da will ich hin. Wir kürzen das mal, obwohl. Ich glaube, ich mache das zu Fuß. Vielleicht noch ein paar Sachen sammeln zwischendurch. La 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 la. Schön, dass ich Warwick um seine Meinung gefragt habe. Da wäre mir jetzt echt was entgangen. Zufallstruhe, oder? Verderbnis Wespen Vita nur Kunari, Armeelangdolch. Egal, sind ein paar Münzen wert. Und dein Leder gehört mir. Hoffe ich wenigstens. Na, kein Leder? Boah. Was ist das? Eine Elfenwurzel direkt von mir aufgeploppt. Die war doch gerade noch nicht da, oder? Ja, bringt Heiltränke. Da ist noch... Sag mal, da muss irgendwo ein Nest sein. Ich sollte den Detektionsradius bei Gelegenheit wirklich mal erhöhen. Was? Noch mehr? Hallo, eine Sammelfolge sollte jetzt doch nicht werden. Ich wollte ein bisschen was sammeln nebenbei. Aber ich wollte keine Sammelfolge machen. Ich werde wohl lieber kurz oder lang nicht drumherum herumkommen, offscreen mal sammeln zu gehen. Nur sammeln. Weil das Onscreen auf Dauer ein bisschen zäh ist. Aber ich brauche die Rohstoffe, wenn ich weiterkommen will. Irgendwann. Bimmel? Ach, das da oben wieder nötig, ignoriere ich. Und das da oben wird auch noch da sein, genau, das habe ich ja immer dann gepflückt, das bleibt auch da stehen. So nötig habe ich es jetzt dann doch nicht. Hast du irgendwas zu melden? Nö, ne? Hallo? Es gibt nichts zu berichten, Sir. Auch recht. Da will ich irgendwie nicht hin. Ja, das sieht besser aus. Dingeling. Ding. Elfenwurzel. Tja, sage ich ihm die Wahrheit oder nicht? Ich bin gespannt, was ich für Optionen habe. Verflucht, Ritz, wo steckst du nur? Ich habe Ritz gerettet. Ich habe Ritz gefunden und sie vor den Templern gerettet. Es geht dir gut. Danke. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Es ist hier draußen für jeden gefährlich. Ich bin froh, dass die Inquisition versucht, alles wieder ins Lot zu bringen. Jo, Macht plus eins. Und ich musste ihnen gar nicht erzählen, was die für seltsame Bettgeschichten hat. Jetzt mal gucken. Was ist das? Astrarium. Was ist das? Flache Atmung. Unter den Flüchtlingen ist eine Frau, die Schwierigkeiten hat, Luft zu bekommen. Ohne einen bestimmten Trank wird sie vermutlich sterben. Das sollte ich mir mal ansehen. Ja, jetzt wieder zurück, oder was? Ja, okay. Das mache ich jetzt mal mit der Pause-Taste. So, hier bin ich schon in der Nähe des Zielgebiets. Da habe ich euch jetzt einen längeren Fußmarsch erspart. Es gab zwar ein paar kleinere Scharmützel, aber ansonsten... Also was Wichtiges habt ihr nicht versäumt. Das habe ich auch nicht erwartet, sonst hätte ich die Pause-Taste gar nicht erst gedrückt. Ich werde wohl da rein müssen. Lass mich mal auf. Komm, hüpf. Inquisitionsgebiet, das haben wir ja auch schon in Besitz genommen hier, ne? Also, wie genau funktioniert das mit den Freunden der Roten Jenny? Was habt ihr alle nur immer damit? Es funktioniert eben. Man macht einfach Dinge. Einfach nur Dinge? Wie was zum Beispiel? Dinge eben.
Wie die etwa 100 Gruppen in Kirkwall, die nachts als Wachen oder Tänzer verkleidet, gewartet haben, um dann loszuspringen und jemanden zu schlagen? Na, die hat ein Freund rausgeworfen. Aber sie waren der Wahnsinn, oder? Verrücktes Huhn. Hallo? Ah, da oben rauf irgendwie. Wie bewerkstellige ich das? Wohl da oben hin? Friede sei mit euch. Und mit deinem Geist. So. Plündern? Warum? Naja, tun wir es einfach. Fragen wir nicht lang. Verstärkter Schild. Der ist. Ne, Kriegervoraussetzung Stufe 1. Naja, ein paar Münzen wert. Und, achso, wahrscheinlich muss ich nach oben. Und jetzt? Ah, da steht er. Hallo, Hündel. Seid gegrüßt. Mein Name ist Hindel. Eure Mutter braucht Hilfe. Eure Mutter hat Schwierigkeiten zu atmen, Hindel. Euer Vater schickt mich zu euch, um einen Trank für sie zu holen. Wie bitte? Es ginge doch gut. Ihre Atemprobleme waren doch eigentlich... in Ordnung. Ich kann ihr helfen. Hier, ich habe noch etwas vorrätig. Und jetzt geht bitte. Bringt ihr den Trank. Jo, gut. Flache Atmung. Wo muss ich dazu hin? Wo muss ich dazu hin? Dahin? Nein. Hierhin auch nicht. Es ist... ich versuch's mal so. Die Hinterlande. Flache Atmung suchen. Hallo, flache Atmung. Wo ist es denn? Da. Aktivieren. Aktivieren. Ich will das jetzt auf der Karte sehen. Geht das hier nicht? Schade. Muss ich wohl wirklich selber suchen? Hallo. Wie finde ich denn das jetzt? Da. Flache Atmung. Okay, da kann ich direkt hinreisen, glaube ich. Das kriegen wir in dieser... Ich möchte an die Wegkreuzung. Ja, zu Ort reisen, bitte. Den Ladebildschirm erspare ich euch. So, hier bin ich also in wo bin ich hier? Wie heißt das? Redcliffe oder so? Nee, Redcliffe heißt nicht. Wie heißt denn das jetzt hier? Egal, Wegkreuzung. Sagt es uns einfach, falls wir irgendetwas für euch tun können. Ich danke euch. Hast ja, das Spiel lädt noch ein bisschen nach. Seid ihr sicher? Ich hab wohl nicht lang genug gewartet, ich weiß wieder nicht. Wieder, also mit der Aufnahme. Es könnte aber noch besser sein. So, Flüchtling. Habt ihr den Trank? Ihm den Trank geben. Hier, bitte. Der Trank und eine Anleitung, wie man ihn herstellt. Sylle segne euch, oder der Bauer, oder wer auch immer. Was macht das schon für einen Unterschied? Ich bin euch einfach nur dankbar. Jo, bitte, ich werde gerne. Ihn ihr sofort geben. Und sollte ich der Inquisition je helfen können, werde ich es tun. Darauf habt ihr mein Wort. Schön, Sera stimmt tendenziell zu. Das klingt so. Kannst du mir denn helfen? Ich danke euch. Gesegnet sei die Inquisition. Flache Atmung, Quest abgeschlossen. Ja. Ja. Was ist denn das? Das sollten wir noch mit in die Folge reinnehmen. Briefverfasser in einem Haus in Redcliffe. Vater, ich werde in die Berge gehen, um mich den Leuten da oben anzuschließen. Sie tun das Richtige, während der Rest der Welt im Chaos versinkt. Wir können die Felder ohnehin nicht mehr bestellen, nachdem Meister Dennett und seine Frau uns alle um unsere Sicherheit willen fortgeschickt haben. Und ich kann nicht einfach hierbleiben, dabei zusehen, wie die Flüchtlinge vor unserer Tür verhungern. Mutter und du sollten mitkommen, Vater, dort oben seid ihr sicher. Die Magier haben keinen Streit mit den Leuten in den Bergen und selbst die Templer lassen sie in Frieden. Außerhalb Redcliffs ist das der einzige Ort, an dem man von diesem vom Erbauer verfluchten Krieg und den Dämonen, die aus dem Himmel strömen, sicher ist. Aber ihr werdet nicht mitkommen, oder? Ihr bleibt lieber auf unserem winzigen Stück Land, nur weil es uns gehört. Ganz wie ihr wollt, es gehört so lange euch, bis euch diese Wahnsinnigen in ihren Krieg mit hineinziehen. Anschließend seid ihr beide, Mutter und du, nur zwei weitere verkohlte Leichen in einem ausgebrannten Dorf. Ich werde nicht bleiben, um wie ein Narr dabei zuzusehen, wie ihr sterbt.
Oh je, der hat bestimmt alles getan, um seine Eltern dazu zu bewegen, sich in Sicherheit zu bringen, und die waren wahrscheinlich recht stur. Ich werde morgen nochmal rumfragen. Ich danke euch. Na, da hat es doch einen Händler gegeben, oder? Unter dem Schutz der Inquisition. Da könnte ich noch... Das machen wir jetzt schnell onscreen. Den verstärkten Schild, den brauche ich ganz bestimmt nicht. Armeelangdolch. Weg. Antibandischer Aderlasser, den behalte ich mal nochmal. Der ist noch relativ aktuell. Darüber mache ich mir mal Gedanken offscreen. Gut. Dann sage ich an dieser Stelle mal... Es ist gut, dass der Handel wieder floriert. Ich habe hier zahlreiche Waren an etwas interessiert sein. Das bleibt nicht an mir. Apropos, was hast denn du eigentlich anzubieten? Ein Bogen? Der ist schlechter als meiner. Warwick, Xera, der eiserne Bulle. Armstreithammer. Nö, der Bulle hat was Besseres, würde ich sagen. Was ist mit Will? Ja, gut, dann halt nicht. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sag ja nur, was ich gehört habe. Bis zum nächsten Mal.